Wo? Von Heinrich Heine. Herzlich willkommen alle zusammen. Das nun folgende Gedicht stammt von unserem berühmten Freund Heinrich Heine. Sein Werk Wo schrieb er vermutlich um das Jahr 1830. Es erschien allerdings erst in seiner Nachlasssammlung. Der Text dieses Gedichts ziert seit 1901 sein Grab auf dem Pariser Friedhof Cimetière de Montmartre. Vorgetragen von Sonja Sonny Hubmann. Wo wird einst des Wandermüden letzte Ruhestätte sein? Unter Palmen in dem Süden? Unter Linden an dem Rhein? Werde ich wo in einer Wüste eingescharrt von fremder Hand? Oder ruhe ich an der Küste eines Meeres in dem Sand? Immerhin, mich wird umgeben Gottes Himmel, dort wie hier. Und als Totenlampen schweben nachts die Sterne über mir. Heine hatte aber schon früher über den Tod sinniert und schrieb einmal: Ich bin in meinen Wünschen sehr mäßig geworden. Einst wünschte ich, begraben zu sein unter einer Palme des Jordans. Dass der arme Heinrich Heine die letzten 8 Jahre seines Lebens fast vollständig gelähmt verbracht hatte, habe ich euch ja schon mal erzählt. Er selbst diagnostizierte bei sich eine Neurosyphilis, wogegen aber sein bis zuletzt reger Geisteszustand spricht. Seine Aufenthalte in diversen Heilstätten hatten keine Wirkung gezeigt und auch der Erbschaftskrieg mit seinem Cousin Karl Heine trug nicht gerade zu seiner Genesung bei. Sein Bett, an das er in den Jahren seiner Krankheit gefesselt war, bezeichnete er als Matratzengruft. Von hier aus diktierte er noch sein dreibändiges Vermächtnis vermischte Schriften. Der fast vollständig erblindete Heine bezeichnete sich zwar als gottgläubig, verwehrte sich aber gegen jegliche Religionszugehörigkeit und verbot sogar testamentarisch die Anwesenheit von kirchlichen Würdenträgern unabhängig ihrer Konfession bei seinem Begräbnis. Schon 1848 hatte sich auch schon sein Freund, der berühmte Philosoph Friedrich Engels, über seinen Zustand entsetzt erklärt. Heine ist am Kaputtgehen. Er kann keine 3 Schritte mehr gehen. Die letzten Worte des bereits vom Tod gezeichneten Dichters richtete er der Überlieferung nach an seine französische Frau Mathilde, die bei Gott um Vergebung seiner Sünden bat. Heinrich entgegnete mit verschmitztem Totenlächeln: N'en doute pas, ma chère, il me pardonnera. C'est son métier. Zweifle nicht daran, meine Liebe, er wird mir verzeihen. Das ist sein Geschäft.